Mitch Knierl bei Radio Bielefeld. Wird das wieder so ein wilder Rodeo-Ritt wie im Hinspiel? Ich hoffe es nicht. Und wenn der wild wird, dann hoffe ich mit einem guten Ergebnis für uns. Dann würde mich das auch nicht stören. Jetzt wird im Ludwigspark gerade ein neuer Rasen verlegt, nachdem Spieler ausfallen mussten. Keine Drainage oder schlechte Drainage. Jetzt war man sich noch nicht ganz sicher, weil auch wieder Regen fällt. Auch in Saarbrücken, nicht nur in Bielefeld. Ob es tatsächlich zu 100% stattfindet, wie sicher seid ihr euch, dass da gespielt werden kann und dass die Bedingungen dann auch profitauglich sind? Ja, ich glaube, die Bedingungen haben sich definitiv gebessert. Ob wir dann spielen oder nicht, das entscheiden nicht wir. Wir werden uns auf jeden Fall so vorbereiten, dass wir spielen, und wir gehen auch zu 100% davon aus. Christopher Lannert, Rechtsverteidiger, kommt zurück, Vizekapitän nach der Sperre. Wie sieht es sonst personell bei dir in der Truppe aus? Mumulo und Özkan waren die Woche haben ein bisschen dosierter trainiert. Für Mumulo wird es eher ein bisschen schwieriger, bei Can könnte es auf jeden Fall eine Punktlandung werden, und so ist der Stand der Dinge bei den Jungs. Es war also in den letzten Partien bei euch so, nach dem Freiburg-Spiel war so ein Aufatmen, eine gewisse Erleichterung. Wir können dreifach wieder punkten. Jetzt gab es gegen Haching zumindest ergebnistechnisch den Rückschlag. In welcher Situation befindet ihr euch? Wie stabil ist das ganze Gefüge in der derzeit wichtigen Situation für Arminia? Ja, was halt wichtig sein wird, ist, dass wir die krassen Fehler auf Seite packen, dass wir die Standardsituation gut verteidigen und dass wir an den Leistungen von letzter und vorletzter Woche wieder anknüpfen, vor allem was die Offensive angeht, weil da haben wir ganz viele Torchancen kreiert, waren ja in Freiburg auch dreifach erfolgreich, auch mit Standardsituationen, und da gilt es, den Hebel anzusetzen, dass wir diese Leistung auch dann von Freiburg genauso jetzt am Wochenende noch zeigen. Wie Tore geschossen werden, haben die Saarbrücker gerade vorgemacht. Die hatten Nachholspiel noch bei der Viktoria, fünf Buden gemacht, hier in der Schüko Arena im Hinspiel ja auch oft getroffen. Was ist das für eine Mannschaft? Auf was müsst ihr da besonders achten? Aber wo rechnest du dir auch was aus? Ja, ist erstmal eine sehr erfahrene Mannschaft, die ganz, ganz viele Spieler haben, die auch schon mal höher gespielt haben. Haben sehr, sehr gute Standardsituationen mit Rabihic, der sie immer gut reinbringt. Haben vorne einen Stürmer, der die Bälle festmacht, der andere geht immer wieder tief. Haben eine große Qualität, aber dadurch, dass sie auch jetzt schon vorher zwei Spiele hatten in der Woche, müssen wir mit Intensität kommen. Das heißt, wir müssen das Tempo hochhalten, und ich glaube, da werden sie dann Probleme bekommen. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke auch.